Hallo ihr Spürnasen, ich bin Stefan Fuchs, einer der Top 10 Pokémon Snap Spieler. Gemeinsam lüften wir auf diesem Kanal alle Geheimnisse von New Pokémon Snap. In den letzten Tagen haben sich extrem viele von euch gewünscht, einen kompletten Guide rund um das legendäre Pokémon Ho-Oh zu bekommen. Deshalb erklärt euch heute meine Frau Rudi alles, was es über dieses Pokémon zu wissen gibt. Los geht's! Um Ho-Oh zu bekommen, müsst ihr das Spiel durchgespielt haben und mindestens Level 2 im Vulkan zu sein. Als allererstes müsst ihr hier ganz am Anfang nach rechts schauen und warten, bis Ho-Oh erscheint und unbedingt ein Foto davon machen. Danach könnt ihr hier einfach im Turbo-Modus durch den Krater durchgleiten und es geht erst weiter, wenn wir im Vulkan drin sind. Im Vulkan selber braucht ihr an der ersten Kreuzung den rechten Weg. In dem kleinen Weg hinter dem Shinox hier, also Shinox, müsst ihr direkt am Anfang gleich nach links schauen. Und hier findet ihr eine von Ho-Ohs Federn. Auf diese müsst ihr einen Lichtorb werfen. Das muss dann leuchten. Die zweite Feder befindet sich, wenn ihr in die blaue Magma-Kammer reinkommt, unter dieser Quirtel. Unter dieser Schildkröte. Ihr müsst sie wecken. Husch, mach dich weg hier. Und dann tut sie wegstampfen und unter der Schildkröte findet ihr diese Feder. Und die dritte und letzte Feder ist hier bei dieser Kristallblume, nämlich hier drüben. Und die auch noch einmal aktivieren. Nope, das war sie nicht. Jetzt ist sie aktiviert. So. Und danach fahrt ihr einfach hier durch. Bis ihr hier in der letzten Kammer seid. Und hier könnt ihr schon sehen, hier ist Ho-Oh. Hallo Ho-Oh. Und wenn ihr hier einen Ort drauf schmeißt, hallo, dann ist dieses hier das Vierstände-Bild. Und dann fängt Ho-Oh an, hier eine Runde durch den Vulkan zu drehen. Flieg, kleiner Vogel, flatter. Und dann müsst ihr hier einen Orb drauf werfen. Und wenn Ho-Oh auf der Stelle flattert, am besten macht sich hier drüben, da guckt sie nämlich nach vorne. Flupp. Das ist dann das Dreiständebild. Hier seht ihr, das Vierständebild ist ganz am Anfang, wenn Ho-Oh so die Flügel weit auseinander breizt. Und das Dreiständebild ist, wenn es im Kreis fliegt und dann kurz innehält und nochmal mit den Flügeln flattert. Ho-Oh zu bekommen ist schon ziemlich umständlich. Wenn dir dieses Video aber weitergeholfen hat, dann zeig das doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bye bye!